Der Bildungsminister ist am Wort, Martin Polaschek von der ÖVP. Digitalisierung und Transformation sowie internationale Ausrichtung zu errichten. Seitdem läuft der Ausbau des Institutes of Digital Sciences Austria am Standort Linz Schritt für Schritt voran. Der rechtliche Rahmen in Form des Gründungsgesetzes wurde eben vor der Sommerpause beschlossen und nun wird planmäßig der finanzielle Rahmen in Form einer 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Land Oberösterreich ausgearbeitet. Darin ist festgelegt, dass der Bund wie üblich die dauerhafte Finanzierung in Forschung und Lehre übernimmt. Und die Errichtungskosten wiederum werden ab dem Studienjahr 23/24 von Bund und Land gemeinsam getragen. Der Finanzierungsbeitrag des Landes umfasst somit 50% der Errichtungskosten für die Zwecke der Universität erforderlichen neu zu errichtenden Gebäude samt der funktionszugehörigen Neben- und Außenanlagen. Und wie bereits mehrfach kommuniziert, soll schlussendlich ab dem Endausbau im Studienjahr 36/37 der Universität jährlich ein Betrag von bis zu 150 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Es ist aber nicht nur die langfristige Finanzierung sichergestellt. Ich darf berichten, dass sich gestern auch der Gründungskonvent konstituiert hat und seine Arbeit aufgenommen hat. Das bedeutet, dass die Erstellung von Entwicklungsplänen und die Ausarbeitung der ersten Studienpläne nun in Angriff genommen werden kann. Insbesondere wird das Gremium auch über die Bewerbung für den Gründungsrektor, die Gründungsrektorin beraten und entscheiden, selbstverständlich nach einem entsprechenden Hearing. Sie sehen, dass die Umsetzung gut auf Schiene ist und kontinuierlich vorangetrieben wird, wenngleich natürlich der zeitliche Druck zur Umsetzung nicht nachgelassen hat. Die bisherigen Umsetzungsschritte werden jedenfalls äußerst professionell und zügig umgesetzt. Und auf Gründung dieser Erfahrungen bin ich überzeugt, dass auch die kommenden Aufgaben planmäßig abgearbeitet werden und die Errichtung des Institutes of Digital Sciences planmäßig vorangeht. Ich darf auch noch ein paar Anmerkungen zu den aufgeworfenen Themen machen. Ich sehe es als keinen schwarzen Tag für die Universitäten, was gestern beschlossen worden ist. Ich darf daran erinnern, dass im Frühjahr dieses Jahres die Universitäten mit einer Budgetforderung von 475 Millionen in die Öffentlichkeit getreten sind. 475 Millionen, und diese Zahl haben sie erst vor einigen Wochen erhöht. Aber der Stand war bis ab diesem Zeitpunkt 475 Millionen Euro. Wir haben den Sommer über intensivste Gespräche mit dem Finanzministerium geführt und es ist gelungen, statt 475 Millionen, wie von den Universitäten bis dahin gefordert, 500 Millionen Euro für die Universitäten für die nächsten beiden Jahre zu bekommen. Das ist eine halbe Milliarde Euro. Ich finde, das ist ein sehr schöner Erfolg. Und was die Fachhochschulfördersätze angeht, darf ich hier erwähnen, es ist im Fachhochschulentwicklungsplan wird im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein. Es werden dann entsprechend 131,5 Millionen Euro für die Fachhochschulen zur Verfügung stehen. Und der jetzige Bedarf an Mehraufwand für zusätzliche Ressourcen. Dafür wird entsprechend gesorgt. Die Fachhochschulen werden noch 2023 eine Erhöhung der Fördersätze um 10% bekommen. Das ist nicht Bestandteil hier in der Budgetrede gewesen, weil wir aus verschiedenen Töpfen dieses Geld zur Verfügung stellen. Die Fachhochschulen sind bereits davon informiert. Wir haben also auch die Fachhochschulen für 2023 schon entsprechend mitbedacht. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass der Wissenschaftssektor, der Forschungssektor im Großen und Ganzen auf einem sehr guten Weg ist. Ich hatte auch heute am Vormittag bereits per Videokonferenz eine Austauschrunde mit der Präsidentin der Universitätenkonferenz und der BundesÖH. Und wir sind in ständigem Kontakt, um die entsprechenden Maßnahmen nun auf Schiene zu setzen. Von Seiten der Bundesregierung wurde jedenfalls, das darf ich noch einmal festhalten, einiges an Geld nun zur Verfügung gestellt.
Wissenschafts- und Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP zum Hochschulbudget für das kommende Jahr. Eine 500 Millionen Euro soll es für die Universitäten in den kommenden beiden Jahren geben. Und die Fachhochschulen werden 2023 eine Erhöhung der Förderbeträge um 10% erhalten, so Polaschek.